Ich möchte euch und Sie herzlich begrüßen zu der heutigen Online-Konferenz. Thema Friedrich Engels, Aktualität eines Revolutionärs. Diese Veranstaltung ist geplant, organisiert von drei Stiftungen, der Marx-Engels-Stiftung, der Heinz-Jung-Stiftung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Sie war ursprünglich vorgesehen, wie wahrscheinlich viele von euch wissen werden, geplant als eine Präsenzkonferenz, die in Wuppertal stattfinden sollte, genauer gesagt im Wuppertaler Stadtteil Barmen. In Barmen wurde nämlich vor 200 Jahren Friedrich Engels geboren. Barmen, heute ein Stadtteil von Wuppertal, wie auch die andere größere Stadt, damals schon größere Stadt, direkt benachbart, Elberfeld. In Barm wurde Engels geboren, am 28. November. In Elberfeld hat er das Gymnasium besucht, wurde dort allerdings noch vor dem Abitur wieder rausgenommen von seinem Vater, einem wohlhabenden Fabrikanten, weil er sein Nachfolger im Geschäft werden sollte. Da diese Veranstaltung von Wuppertal geplant war, vielleicht ein paar Worte zum Verhältnis zwischen Engels und dieser Stadt. Engels nun war Wuppertal, war Barmen und Elberfeld in herzlicher Abneigung verbunden. Das geht zum Beispiel hervor aus seinen Briefen aus dem Wuppertal, die er damals nun gerade 18 Jahre alt geworden geschrieben hat. Er war von Bremen aus, die großes Aufsehen in seinem Heimatort oder in seinen Heimatorten veranlasst haben, in denen er das Milieu schilderte, dieses Wuppertal. Ich zitiere mal aus diesen Briefen aus dem Wuppertal. Wer Whist und Billard spielen, etwas politisieren, ein gewandtes Kompliment machen kann, das ist in Barmen und Elberfeld ein gebildeter Mann. Es ist ein schreckliches Leben, was diese Menschen führen, und sie sind doch so vergnügt dabei. Den Tag über versenken sie sich in die Zahlen ihrer Konti und das mit einer Wut, mit einem Interesse, das man es kaum glauben möchte. Abends zur bestimmten Stunde zieht es alles in die Gesellschaften, wo sie Karten spielen, politisieren und rauchen, um mit dem Schlag 9 nach Hause zurückzukehren. So geht es alle Tage. Die jungen Leute werden hier von ihren Vätern in die Schule genommen. Sie lassen sich auch sehr gut an, ebenso zu werden. Ihre Unterhaltsgegenstände sind ziemlich einförmig. Die Barmer sprechen mehr von Pferden, die Elberfelder von Hunden. Wenn es hochkommt, werden auch Schönheiten rezensiert oder es wird von Geschäftssachen geplappert. Das ist alles. So viel dazu. Besonders verhasst war Engels nun eben gleichzeitig die pietistische Orientierung dieses Milieus, aus dem er stammt, wird es vor allem der Pfarrer Brummacher stammte. Und diese herzliche Abneigung wurde ebenso herzlich erwidert von der Stadt, nun über Jahrzehnte hinweg, man kann sagen eigentlich bis 1970, als erstmals Engels nun auch offiziell als der größte Sohn dieser Stadt gefeiert worden ist. Also vor 50 Jahren zum 150. Geburtstag von Engels. Ihr werdet euch erinnern, damals eben war die sozialliberale Koalition erstmals in die Regierung geworden. Die Partei hat eine sozialdemokratische Stadtverwaltung. Die FAZ schrieb damals, denn selbst der 150. Geburtstag von Engels bereitet bei näherem Hinsehen leider nicht eben ungeteilte Freude, den Stadthonoration. Während andere in Leipzig zum Beispiel viel darum gäben, wenn Engels bei ihnen geboren wäre, bringen es die vertrackten Ost-West-Verhältnisse mit sich, dass schon die schlichte Geburt dieses Mannes Verwirrung stiftet. Problematischer als seine kritischen Bemerkungen über das Muckertal ist es, dass Engels am Aste sägte, auf dem man von jeher auch im Wuppertal saß und sitzt. Die Zeiten sind unfreundlich, wo man mit Revolutionären nicht nur leben, sondern sie sogar feiern muss. So also nun vor 50 Jahren. Nun, damals wurde Engels, wie gesagt, zum ersten Mal auch tatsächlich gefeiert in Wuppertal.
die Publikationen, die mal damals entstanden sind, sind heute noch lesenswert. Zum Beispiel ein dicker Band von der Friedrich-Ebert-Stiftung rausgebracht worden, in dem auch zahlreiche Autoren, Repräsentanten nun des, aus Ländern, nun der sozialistischen Länder Europas mitgewirkt haben. Heute, 50 Jahre später, feiert Wuppertal fast eingeschränkt Engels als seinen großen Sohn, sogar extensiv, freilich nicht revolutionär Engels, sondern als, wie es heißt in der offiziellen Schrift, Denker, Macher, Wuppertaler, Macher. Allerdings sind diese Feiern, die einem dicken Heft vorgestellt worden sind, fast alle inzwischen Corona zum Opfer gefallen. Trotzdem, wenn man heute den Wuppertaler Hauptbahnhof, der Hauptbahnhof liegt in Elberfeld, verlässt, sieht man nun nach wie vor nun blaue Fahnen wehen mit Engels Porträt und Engels 200 drauf. Und so hat die vergebliche Hoffnung, nun Engels eben das Engelsjahr nutzen zu können, ähnlich wie Grier vor 2 Jahren, für nun auch das Stadtmarketing, eben doch dazu geführt, dass Engels ernst genommen wird und auch eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die noch zustande gekommen sind, an der Universität etwa, gefeiert worden ist. Wie gesagt, allerdings nicht als Revolutionär, sondern als Wuppertaler und als Macher. Und die Aufgabe unserer heutigen Tagung ist es, Engels eben den Revolutionär Engels darzustellen. Und dazu dient der folgende Vortrag von Frank Deppel, den wir hier eingeladen haben, und die beiden Blöcke, in denen nun die Rede sein wird von Engels, nun sein Verhältnis zur Arbeiterklasse, die Frage gestellt wird nach dem Verhältnis, dem Lebensverhältnis der Arbeiterklasse heute und der Bedeutung der Arbeiterklasse heute und zu einer ganzen Reihe von anderen Fragen im zweiten Teil, zu denen uns Engels nach wo etwas zu sagen haben wird. So viel erstmal und jetzt nun hat das Wort André. Mein Name ist André Leisewitz. Ich bin von der Heinz-Jung-Stiftung und Mitglied der Redaktion Z. Ich habe das Vergnügen, jetzt Frank Deppel zum Eröffnungsvortrag zu begrüßen. Frank spricht über Engels und die Linke, Geschichte und Gegenwart. Diskussionsfragen können schon während des Chats, per Chat schon während des Vortrags eingereicht werden. Ich werde sie dann in der Diskussion vortragen. Ich glaube, ich brauche euch Frank nicht besonders vorzustellen. Frank ist emeritierter Professor für politische Wissenschaften an der Universität Marburg. Er ist Beirat von Z, Mitglied im Herausgeberkreis von Sozialismus. Frank hat eine Website, frankdeppel.de, auf der man über ihn ansonsten alles erfahren kann, seine Schriften nachlesen kann, wenn man sich dafür interessiert. Wir kommen jetzt zum Vortrag. Frank, du hast das Wort. Gestattet mir zwei Vorbemerkungen. Unsere schöne und wichtige Tagung, die wir live in Wuppertal durchführen wollten, kann wegen der Corona-Pandemie leider nicht stattfinden. Und wir wählen sozusagen diesen Weg über die Videokonferenz. Ich denke, dass uns auch dieses wieder einmal deutlich macht, welche enorme Auswirkungen diese Krise auch für unsere politischen Kommunikationszusammenhänge und Kommunikationsräume hat. Die zweite Vorbemerkung. Nun, mir wurde das Thema Engels und die Linke, Geschichte und Gegenwart gestellt. Da muss ich im Blick auf die Zeit sogleich darauf hinweisen, dass ich angesichts der Fülle der Fragestellungen, die mit der Wirkung des Werkes und der historischen Bedeutung von Friedrich Engels verbunden sind, dass ich mich nur auf einige ausgewählte Aspekte dieser umfassenden Thematik konzentrieren kann. Wir haben uns in der jüngsten Zeit vielfach mit Jubiläen beschäftigt, unter anderem mit 200 Jahren Karl Marx und jetzt Friedrich Engels, mit 100 Jahren Oktober- und Novemberrevolution, mit 50 Jahren 68 und so weiter. Dabei stellt sich immer wieder die Frage, wie gehen wir eigentlich mit unserer Geschichte,
mit ihren herausragenden Persönlichkeiten um? Wie gehen wir mit der Geschichte der Kämpfe gegen Kapitalismus und Imperialismus für Demokratie und Sozialismus um? Und wie gehen wir mit den Personen um, die in diesen Kämpfen als Theoretiker und praktische Kämpfer eine zentrale Rolle gespielt haben? Eine Geschichtsbetrachtung im Sinne einer Heldenverehrung unserer Klassiker ist dabei wenig hilfreich. Sie war und ist üblich in Staaten, deren regierende Parteien sich auf die Klassiker des Marxismus-Leninismus bezogen und beziehen. Ich denke dabei natürlich auch an die Kommunistische Partei in China. Sie war dort üblich. Und das hat jedoch immer wieder dazu geführt, dass die kritischen Dimensionen der marxistischen Theorie ausgeblendet wurden. Vor allem bei der Anwendung auf die eigenen Verhältnisse wurden sie abgewertet oder gar unterdrückt. Jede Art von Heldenverehrung muss uns aber auch ziemlich schmerzlich an unsere eigene Schwäche in der gegenwärtigen Konstellation der systemischen Krise des globalen Kapitalismus auf der einen, aber auch der substanziellen Schwäche der sich zum Sozialismus bekennenden Linken in den entwickelten Kapitalmetropolen auf der anderen Seite erinnern. Es ist allerdings bemerkenswert, in diesen 200 Jahren hat Friedrich Engels in unterschiedlicher Intensität zunächst einmal auf die Entwicklung der sozialistischen und kommunistischen Arbeiterbewegung in den westlichen Metropolen des Kapitals nach 1917 in der Sowjetunion gewirkt. Und im Jahre 1937 hat ein gewisser Mao Zedong nach dem Langen Marsch in den Losshöhlen von Yan'an einen Text für eine Vorlesung über den Widerspruch geschrieben und dabei zweimal Friedrich Engels aus dem Anti-Düring zitiert. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Text für die Entwicklung der Volksrepublik China nicht nur unter Mao, sondern auch unter seinen Nachfolgern von Deng bis Xi Jinping von außerordentlicher Relevanz gewesen ist, um die heutige Rolle des Landes in der Welt zu begreifen. Das ist jetzt nicht mein Thema. Aber ich will damit nur andeuten, dass diesem Menschen, der 1820 in Wuppertal geboren wurde, schon bei geringen Nachforschungen eine globalgeschichtliche Bedeutung zu attestieren ist. Unser Umgang mit der Geschichte muss von der Einsicht bestimmt sein, dass die Aufarbeitung und Deutung von Geschichte nicht nur der National-, sondern auch der Globalgeschichte uns auf das Terrain des ideologischen Klassenkampfes führt, auf dem um Hegemonie, um Deutungsmacht gerungen wird. In der deutschen Ideologie von Marx und Engels 1845-46 findet sich dazu ein klarer Satz. Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die herrschenden Gedanken. Das heißt, die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich die Klasse, welche die herrschenden geistige Macht. Die Klasse, die die Mittel zur materiellen Produktion zu ihrer Verfügung hat, disponiert damit zugleich über die Mittel zur geistigen Produktion, sodass ihr damit zugleich im Durchschnitt die Gedanken derer, denen die Mittel zur geistigen Produktion abgehen, unterworfen sind. Soweit die Bemerkung von Marx und Engels aus der deutschen Ideologie. Die vorherrschende Geschichtsdeutung, moderner müsste man sagen, das Geschichtsnarrativ als Herrschafts- und Legitimationswissen der Eliten und der Staatsführer steht eben einer materialistischen Geschichtsbetrachtung diametral entgegen, die die Eigentums- und Klassenverhältnisse und die daraus hervorgehenden Kämpfe der subalternen Klassen und Volkskräfte in den Mittelpunkt stellt und dabei die Frage nach der möglichen und notwendigen Veränderung beziehungsweise der Aufhebung der Herrschaftsverhältnisse im Blick behält. Also Geschichte von unten gegen die Geschichte von oben. Beim ideologischen Klassenkampf handelt es sich keineswegs um einen edlen Wettstreit von Ideen und um deren Überzeugungskraft.
Nein, es geht um Macht und Kräfteverhältnisse. Es geht um die Institutionen des Bildungs- und Wissenschaftssystems. Es geht um die Beherrschung der öffentlichen Meinung. Ich erinnere nur an die lange Geschichte der Berufsverbote gegen Marxistinnen und Marxisten an deutschen Universitäten und daran, wie beim Anschluss der ehemaligen DDR an die Bundesrepublik, vor allem in den Universitäten und dabei wiederum vor allem bei den Historikern, Tabula rasa gemacht wurde. Viele Linke reagieren eher defensiv auf historische Debatten. Die hegemoniale Konstellation auf diesem Gebiet ist am Anfang des 21. Jahrhunderts relativ eindeutig. Die Anhänger des Kapitalismus und Liberalismus feiern sich als die Sieger der Geschichte und betrachten den Sozialismus in seinen verschiedenen Varianten als eine fundamentale Fehlentwicklung der modernen Geschichte, im Extrem als Verbrechen. Und das hört man auch wieder von der Tribüne des Bundestages, von Stefan Brandner von der AfD, der dort erklärte: Ich stelle meine wichtigste Botschaft an den Anfang der Rede. Der Sozialismus in all seinen Schattierungen ist eine zutiefst verbrecherische und menschenverachtende Ideologie und so weiter. Das ist die Ideologie und die Denkweise der Freikorpsmörder von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht und vieler anderer, die jetzt wieder in den gegenwärtigen Auseinandersetzungen an Einfluss gewinnt. Nicht wenige neigen dazu, mit Schuldbekenntnissen auszuweichen in solchen historischen Debatten. Es kommt aber darauf an, dass wir die Geschichtsdebatten selbstbewusst und offensiv führen. Zumal dann, wenn wir sie mit der Erinnerung an Friedrich Engels verbinden. Seit fast 200 Jahren stehen Menschen, die sich als Sozialisten, Kommunisten, Anarchisten bezeichnen, an der Spitze von Kämpfen für Demokratie, Menschenrechte, gegen Elend und Ausbeutung, gegen Faschismus, Kolonialismus und Rassismus. Wir sind mit Recht stolz auf unsere politischen Vorfahren und wir sind stolz auf jene, die im Kampf gegen die Monster, die der Kapitalismus im 20. Jahrhundert hervorgebracht hat, im Kampf für die Interessen der Arbeiterklasse und anderer subalterner Klassen gekämpft haben, dabei Erfolge errangen, aber auch Niederlagen hinnehmen mussten. In diesen Kämpfen wurden auch Verbrechen und Fehler begangen. Im Namen des Sozialismus. Die Rekonstruktion des Sozialismus im 21. Jahrhundert muss diese Widersprüche anerkennen und bearbeiten. Die Gründe der Niederlagen benennen und sie strategisch auswerten. Auf diese Weise können wir den Feinden des Sozialismus selbstbewusst entgegentreten. Ich will jetzt einen kurzen Blick auf die Feiern aus Anlass der großen Geburtstage von Friedrich Engels richten. Sie standen jeweils im Zusammenhang epochenspezifischer Entwicklungen und Auseinandersetzungen. Ich beschränke mich dabei auf einige Stichpunkte. Der 100. Geburtstag von Friedrich Engels im Jahre 1920, also mitten in den revolutionären Nachkriegsperiode nach dem Ersten Weltkrieg und der Oktoberrevolution. Wird in der zutiefst gespaltenen deutschen Arbeiterbewegung über Friedrich Engels gestritten. Rosa Luxemburg erklärte beim Gründungsprozess der KPD am 31. Dezember 1918: Eine wichtige geschichtliche Urkunde unserer Arbeiterbewegung ist jene Vorrede, die Friedrich Engels im Jahre 1895 zu den Klassenkämpfen in Frankreich geschrieben hat. Engels, so Rosa Luxemburg, bezeichnete es da als Wahnvorstellung, als könne überhaupt in den modernen Verhältnissen des Kapitalismus das Proletariat auf der Straße durch die Revolution irgendetwas erreichen. Klammer auf, Anmerkung, das ist übrigens auch nicht die ganz richtige Wiedergabe dessen, was Friedrich Engels zum Thema Minoritätenrevolution und Blanquismus und Barrikadenkämpfen in diesem Text gesagt hat. Ich fahre fort mit Rosa Luxemburg. Ich glaube, dass es heute angesichts dessen, dass wir mitten in einer Revolution, in der Revolution, in einer Straßenrevolution mit allem, was dazugehört, stehen, Zeit ist, sich mit der Auffassung auseinanderzusetzen, die in der deutschen Sozialdemokratie
offiziell bis zur letzten Stunde galt und gang und gäbe war und die mit dafür verantwortlich ist, dass wir den 4. August 1914 erlebt haben. Rosa Luxemburg fährt dann fort. Ich will damit nicht sagen, dass Engels sich persönlich durch diese Ausführungen zum Mitschuldigen an dem ganzen Gang der Entwicklung in Deutschland gemacht hat. Ich sage nur, hier ist ein klassisch zusammengefasstes Dokument für die Auffassung, die in der deutschen Sozialdemokratie lebendig war oder vielmehr die sie tot machte. Diese Einstellung bedeutete, der parlamentarische Kampf wurde als Gegensatz zur direkten revolutionären Aktion des Proletariats und geradezu als das einzige Mittel des Klassenkampfes betrachtet. Sie schlussfolgerte, Parteigenossen, wir stehen also heute, wie ich schon erwähnt habe, geführt durch den Gang der historischen Dialektik und bereichert durch die ganze inzwischen zurückgelegte 70-jährige kapitalistische Entwicklung, wieder an der Stelle, wo Marx und Engels 1848 standen, als sie zum ersten Mal das Banner des internationalen Sozialismus aufrollten. Soweit Rosa Luxemburg. Das heißt, in der unmittelbaren revolutionären Nachkriegsperiode am Ende des Ersten Weltkrieges wird um das Erbe von Engels gestritten. Die rechten Sozialdemokraten aus der MSPD beziehen sich auf seinen Text aus dem Jahre 1895. Die revolutionäre Linke, der linke Flügel der USPD und die damals noch kleine KPD, beziehen sich auf das Manifest von 1847-48. Nun zu Engels 150. Geburtstag im Jahre 1970. Anlässlich dieses Geburtstages nahm der WDR hier in Wuppertal eine öffentliche Veranstaltung mit dem Titel Friedrich Engels, damals heute, auf. Im Podium diskutierten vier Professoren, Hermann Lübbe, Irving Fetscher, Wolfgang Abendroth, Giovanni Agnoli. Mit dem Schriftsteller Wolfgang Leonhard und dem Vertreter des PCI, Lucio Lombardi Radice. Ich kann diese kontroverse Debatte hier nicht im Einzelnen reproduzieren, aber sie spitzte sich schnell auf zwei Punkte zu. Erstens, Engels ist eine beeindruckende Figur des 19. Jahrhunderts, die jedoch auf die Probleme der modernen Gesellschaft keine Antwort mehr zu geben vermag. Im Osten werden seine Schriften als Legitimationsideologie missbraucht, so Hermann Lübbe. Dagegen vertraten insbesondere Agnoli und Abendroth die Auffassung, dass Erkenntnisse und Positionen von Engels in den Klassenkämpfen der Gegenwart um 1970 nach wie vor wertvoll sind. Zweitens, Wolfgang Leonhard versuchte, Engels Auffassungen über die Bedeutung der Demokratie für den Sozialismus und sein Plädoyer für offene Debatten in der Partei gegen die regierenden kommunistischen Parteien der Sowjetunion und in der DDR auszuspielen. Dabei bezog er sich positiv auf die italienische KP und die jugoslawischen Kommunisten, hoffte wohl darauf, im Podium einen Streit zwischen den Kommunisten auszulösen. Vor allem Abendroth und Agnoli bestanden demgegenüber darauf, dass die Aktualisierung von Engels in den Klassenauseinandersetzungen in den entwickelten kapitalistischen Staaten, aber auch angesichts imperialistischer Kriege in der Dritten Welt, zum Beispiel mitten im Vietnamkrieg, wohl wichtiger seien als die Konflikte innerhalb des sozialistischen Lagers. Auch im Jahre 1970 führt die Debatte über die Bedeutung von Engels sofort dazu, dass sie im Rahmen der großen Auseinandersetzungen zwischen Kapitalismus und Sozialismus, also der Systemkonkurrenz, ausgetragen wurde. Und von der Seite der regierenden kommunistischen Parteien wurde diese Debatte in dem Bewusstsein geführt, dass sie, wie sie es in den Dokumenten dieser Zeit formuliert hatten, die führende Kraft unter den drei Strömen des weltrevolutionären Prozesses sind. Wie aber stellt sich nun diese Konstellation im Jahr des 200. Geburtstages von Friedrich Engels dar? Wir leben in Zeiten eines gewaltigen Umbruchs, eines, wie Gramsci sagen würde, Interregnums. Selbst unsere christdemokratische Bundeskanzlerin beklagt immer wieder, dass die Welt aus den Fugen geraten sei. Am Ende des 20.
Jahrhunderts, des Zeitalters der Extreme, wie das Eric Hobsbawm so schön formulierte, triumphierten die Gegner des Sozialismus. Die Sowjetunion und ihr Lager einschließlich der DDR brachen zusammen. Der Systemgegensatz löste sich auf. Die kommunistische Bewegung, die sich ideologisch auf den Marxismus-Leninismus bezog, aber auch die kommunistischen Massenparteien im Westen, also die italienische und französische kommunistische Partei, die sich zum sogenannten Eurokommunismus bekannten und sich vom Sowjetkommunismus distanzierten, erlitten eine tiefgreifende, viele glauben, vernichtende Niederlage. Das weltumspannende American Empire ließ sich als der gute Imperialismus im Zeitalter der Globalisierung feiern. Der Abstieg der Sozialdemokratie setzte sich kurz unterbrochen durch einzelne Wahlerfolge in der Gesamttendenz fort. Und auch die Gewerkschaften, vor allem die radikaleren, klassenkampforientierten Gewerkschaften, vorwiegend im Süden Europas, gerieten in tiefe Krisen. Die Sieger feierten das Ende der Geschichte, so sagte es Herr Fukuyama, und wollten damit ausdrücken, dass sowohl die kapitalistische Marktwirtschaft als auch das politische System der repräsentativen Demokratie alle Angriffe von rechts und links erfolgreich abgewehrt habe und damit gleichsam alternativlos geworden sei. Deshalb seien die Lehren von Marx und Engels sowie die Programme der sozialistischen Geschichte geworden. Der Siegeszug des Neoliberalismus, ideologisch und politisch, wird nicht aufzuhalten sein. Der konservative Journalist und Zeithistoriker Joachim Fest, Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, proklamierte 1991 das Ende des utopischen Zeitalters. Er schrieb, der Traum vom Sozialismus wurde endgültig zerstört. Er ist zum Stoff für Historiker geworden. Marx kehrt nach blutigen Ausflügen, der Marxismus kehrt nach blutigen Ausführungen wieder ins British Museum zurück. Soweit die Konstellation in den frühen 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Wie aber stellt sie sich heute nach knapp 3 Jahrzehnten dar? Wir haben es zunächst einmal mit einer Paradoxie zu tun. Die Schwäche der sozialistischen und kommunistischen Linken im politischen Feld hält nach wie vor an. Aber die Liste der Bücher und Aufsätze, die sich mit der Krise oder gar mit dem Ende des Kapitalismus, mit seinem Sterben befassen, ist lang. Zu den prominenten Autoren gehören unter anderem Immanuel Wallerstein, Jeremy Rifkin, Paul Mason, Dieter Klein und Wolfgang Streeck. Gleichzeitig wäre eine ebenso lange Liste von Büchern und Texten zu dem Thema der Sozialismus des 21. Jahrhunderts zu präsentieren. In New York erschien 2019 ein Socialist Manifesto von Bhaskar Sunkara, dem Herausgeber der erfolgreichen Zeitschrift Jacobin, in dem dieser nicht nur die Geschichte des Sozialismus seit dem frühen 19. Jahrhundert rekapituliert, sondern diese Geschichte auch mit einem Kapitel über den Sozialismus in den USA entlässt. Es scheint, als habe Donald Trump dieses Buch gelesen, wenn er sich als den Retter vor dem Sozialismus und Kommunismus in den USA präsentiert. Natürlich reflektieren sich in diesen Debatten die Krisenprozesse im System des globalen Kapitalismus. Und darin kommt auch zum Ausdruck, dass sich im vergangenen Jahrzehnt, seit der Finanzkrise nach 2008, seit dem großen Crash, immer wieder Ansätze einer sozialistischen Alternative für ein Programm der Transformation artikuliert haben. Paul Mason hat vor fast 10 Jahren ein Buch mit dem Titel Why It's Kicking Off Everywhere, warum bricht es überall los, veröffentlicht. Darin hat er die verschiedenen Bewegungen in der Welt gegen die soziale Ungleichheit, politische Unterdrückung, Korruption des politischen Systems seit dem arabischen Frühling über Podemos, Syriza und Occupy in New York rekapituliert. Viele dieser Bewegungen wurden unterdrückt oder sind in sich zusammengefallen.
haben Enttäuschungen hervorgerufen. Aber noch im vergangenen Jahr, vor der Pandemie, gab es in vielen Teilen der Welt Aufruhr, soziale und politische Unruhen, die von Volksbewegungen getragen werden, aber auch Ausdruck dieser paradoxalen Konstellation sind. Die Kritik an den herrschenden kapitalistischen Verhältnissen hat deutlich zugenommen. Die Kritik an Ungleichheit, Ausbeutung und Unterdrückung, aber auch an den Folgen des Wachstums, also die Klimakrise, und an der Zerstörung der Umwelt und der Natur. Diese Kritik wird und die Bewegungen, die sie artikulieren, verlaufen zyklisch und ungleichzeitig. Und sie bewegen sich politisch meist nicht theoretisch, sondern eher in den Bahnen und den Traditionen der sozialistischen und kommunistischen Arbeiterbewegung. In diesen Debatten gibt es aber auch immerhin den Beitrag der Philosophin Jody Dean aus New York, die die Aktivisten der sozialen Bewegungen und des Aufruhrs daran erinnert, dass es eines organisierten und strategisch leitenden Zentrums bedarf, um a. die Bewegungen gegen die Gegenschläge der Reaktion zu schützen und b. den inneren Zusammenhang dieser Bewegungen und ihre Ziele klarer zu artikulieren. Gleichzeitig fällt auf, dass viele dieser Autorinnen aus der angelsächsischen Welt stammen. Sie haben den Niedergang des American Empire, die Machtveränderung im kapitalistischen Weltsystem und gleichzeitig den Aufstieg der Volksrepublik China vor Augen. Diese beruft sich nach wie vor auf Friedrich Engels als auf einen ihrer Staatsgründer. Und daher kann es auch nicht verwundern, dass zum 200. Geburtstag von Friedrich Engels zahlreiche Schriften erschienen sind, die einerseits die Bedeutung von Friedrich Engels für die Entwicklung des Sozialismus im 19. Jahrhundert würdigen, aber andererseits gerade diejenigen Schriften besonders erwähnen, mit denen wir die multiple Krise der Gegenwart in den Gesamtzusammenhang einer Formationsgeschichte der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft und ihrer Transformationsperspektiven begreifen und strategisch reflektieren können. Es scheint, dass heute die alten politischen Schlachtordnungen, die einst bei den Engelsjubiläen aufeinanderprallten, an Bedeutung verloren haben. Das hat gewiss auch mit dem Ende des realen Sozialismus zu tun. Deshalb fällt es vielen, nicht erst seit der Lektüre der neueren Engelsbiografie von Tristram Hunt, vielleicht leichter bei der Betrachtung seines Lebens und seines Werkes, Engels als eine außergewöhnliche Persönlichkeit des 19. Jahrhunderts zu würdigen. Als Unternehmer, als Lebensgefährte der irischen Baumwollspinnerin Mary Burns, die 1863 verstarb, als Freund, Co-Autor und Förderer von Marx, als Revolutionär in den bewaffneten Kämpfen des Jahres 1848, als Mitarbeiter der Internationalen Arbeiterassoziation, also der Ersten Internationale, und als anerkannter Berater, als General der sich im letzten Drittel des Jahrhunderts formierenden sozialistischen Arbeiterbewegung, die ihren Höhepunkt beim Pariser Kongress der Zweiten Internationale im Jahre 1889 erlebte, auf der einen Seite durch sein umfangreiches Werk, aus dem schon früh die Schriften Umrisse einer Kritik der Nationalökonomie von 1844 und zur Lage der arbeitenden Klasse in England von 1845-46 herausragen. Die Zusammenarbeit mit Marx bei der Ausarbeitung des historischen Materialismus, aus der das gemeinsame kommunistische Manifest 1847-48 hervorgegangen ist, bis heute nach der Bibel, so hat es Eric Hobsbawm einmal darauf hingewiesen, das am meisten gedruckte und gelesene Buch der modernen Geschichte. Die Kommunikation mit Marx bei der Entstehung des ersten Bandes des Kapitals und nach Marxens Tod, die Edition der Bände 2 und 3, schließlich seine zahlreichen historischen Schriften sowie die Spätwerke über die Dialektik der Natur und die Entstehung des Privateigentums, der Familie und des Staates. Und last not least, der umfangreiche Schriftbriefwechsel, der ihn nicht nur mit Marx, sondern auch mit Persönlichkeiten seiner Zeit verbanden,
natürlich vor allem mit den Repräsentanten der sich nach 1870 formierenden sozialistischen Parteien, Gewerkschaften und Genossenschaften. Engels selbst schrieb in der Einleitung zur Dialektik der Natur im Jahre 1883 über die Renaissance, also weit zu fünf, einige Jahrzehnte, Jahrhunderte zurückliegend, als die Geburtsstunde der bürgerlichen Gesellschaft und trifft sich dabei auch in den Formulierungen mit Jakob Burckhardts berühmtes Buch über die Kultur der Renaissance in Italien. Engels schrieb, es war die größte progressive Umwälzung, die die Menschheit bis dahin erlebt hatte. Eine Zeit, die Riesen brauchte und Riesen zeugte. Riesen an Denkkraft, Leidenschaft und Charakter, an Vielseitigkeit und Gelehrsamkeit. In diesem Sinne könnte man Engels auch als Uomo Universale jener Epoche bezeichnen, in der im Gefolge der großen französischen Revolution mit ihrer Losung Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und mit der industriellen Revolution in England die Geburt des modernen Sozialismus eingeleitet wurde. Im Manifest hatte Engels mit Marx angedeutet, wie in solchen Perioden Intellektuelle aus der herrschenden Klasse oder aus den oberen Schichten Klassenverrat begehen. So hat es später einmal Georg Lukács in den 20er Jahren formuliert. Und sie dachten dabei natürlich auch an sich selbst. Und sie schrieben, in Zeiten endlich, wo der Klassenkampf sich der Entscheidung nähert, nimmt der Auflösungsprozess innerhalb der herrschenden Klasse, innerhalb der ganzen alten Gesellschaft einen so heftigen, grellen Charakter an, dass ein kleiner Teil der herrschenden Klasse sich von ihr lossagt und sich der revolutionären Klasse anschließt, der Klasse, welche die Zukunft in ihren Händen trägt. Wie daher früher ein Teil des Adels zur Bourgeoisie überging, so geht jetzt ein Teil der Bourgeoisie zum Proletariat über und namentlich ein Teil der Bourgeois-Ideologen, welche zum theoretischen Verständnis der ganzen geschichtlichen Bewegung sich hinaufgearbeitet haben. Soweit diese Formulierung aus dem Manifest. Viele der Texte, die jetzt zum 200. Geburtstag erschienen, räumen daher auch mit Vorurteilen auf, die immer wieder gegen Engels und sein Werk erhoben wurden. Gelegentlich unterstützt durch die Bescheidenheit von Engels selbst, der noch 1884 betonte, dass er stets in Bezug auf Marx und dessen Kapital zweite Violine gespielt habe. Der Vorwurf lautet, er habe die Arbeiten von Marx finanziert, aber dessen Erkenntnisse von einem geschichtsoptimistischen, Fortschrittsdenken geleiteten Weltanschauungsmarxismus für die Arbeiterbewegung deformiert. Dieser sei dann von den Staatsparteien des sogenannten realen Sozialismus als Legitimationsideologie verwendet worden. Mir scheint die Formel kein Marx bzw. kein Marxismus ohne Engels, wie jetzt zum Beispiel sehr gut von Inga Solti in einem Beitrag in Z begründet wurde, auf jeden Fall besser begründet zu sein als jene Varianten eines sogenannten Engelsismus, die das engelsche Denken als absteigendes Bindeglied zum Sowjetmarxismus interpretieren. In diesem Zusammenhang wird auch oft der Vorwurf erhoben, dass Engels die Schriften von Marx popularisiert, das heißt so vereinfacht habe, dass sie von Arbeitern seiner Zeit gelesen und verstanden werden konnten. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an ein Gespräch mit Wolfgang Abendroth, der mir einmal sagte, dass er Friedrich Engels gerade deshalb besonders schätzte, weil dieser Schriften verfasst habe, die von den Arbeitern seiner Zeit gelesen und verstanden wurde. Und er fügte dann noch zu, er hielte Engels auch für den besseren Historiker als Marx. Und dann zögerte er etwas und sagte, und er habe auch mehr von militärischen Fragen verstanden. Immerhin war das marxistische Erfurter Programm der SPD von 1891 von solcher Lektüre geprägt. Dabei handelt es sich um eines jener akademischen Vorurteile, also die Popularisierung,
die den Charakter des Marxismus als eingreifendes Denken negieren. Als strategisch orientierte kritische Analyse der bestehenden Herrschaftsverhältnisse auf der Basis der Kritik der politischen Ökonomie mit dem Ziel einer sozialistischen Transformation der kapitalistischen Gesellschaften, die nur durch praktisch eingreifende emanzipatorische Bewegungen für Marx und Engels der Klasse der Lohnarbeiterinnen bewirkt werden kann. Die Vermittlung theoretischer Erkenntnisse mit der Erfahrung der Ausgebeuteten und Unterdrückten und ihren Kämpfen gehört zu den unverzichtbaren Aufgaben der Entwicklung von Klassenbewusstsein. Sie steht historisch im Zentrum der Bildungsanstrengungen der Arbeiterbewegung. Und im modernen Kapitalismus, in dem die ideologischen Staatsapparate die Aufgabe der Systemstabilisierung in der Auseinandersetzung der Herausforderungen mit den der Herausforderung durch den Sozialismus übernehmen, ist diese Vermittlungsarbeit, die immer auch Popularisierung einschließen muss, umso wichtiger geworden. Wenn wir an die Entwicklung der Institutionen des Bildungs- und Wissenschaftssystems auf der einen und die Bedeutung der Massenmedien auf der anderen Seite denken, kritische Theorie, die sich auf den Diskurs kleiner akademischer intellektuellen Zirkel beschränkt, definiert ihre Grenzen und ihre Distanz zu den wirklichen Bewegungen, gerade aus solcher Kritik an Friedrich Engels. Der Anspruch des Marxismus als Wissenschaft vom Gesamtzusammenhang impliziert allerdings auch eine Reihe von Widersprüchen, die in der Entwicklung der sozialistischen Bewegungen seit dem 19. Jahrhundert immer wieder praktisch relevant wurden und neu aufgearbeitet werden mussten. Ich kann hier nur darauf hinweisen, dass die in den 70er Jahren in Gang gekommene internationale Debatte über die politische Theorie des Marxismus und ihre Defizite, bei der die Giratana-Ausgabe der Gefängnishefte von Antonio Gramsci aus dem Jahre 1975 eine wichtige Rolle gespielt hatten, gerade auf solche Widersprüche in Theorie und Praxis hingewiesen hat. Ich erwähne in diesem Zusammenhang nur einige ausgewählte Fragen. Es ist schnell einzusehen, dass es sich dabei um jeweils sehr komplexe und auch höchst umstrittene Fragestellungen handelt. Marx hatte im Kapital, wie auch schon im Manifest, kurz die geschichtliche Tendenz der kapitalistischen Akkumulation behandelt. Da heißt es, die kapitalistische Produktion erzeugt mit der Notwendigkeit eines Naturgesetzes ihre eigene Negation. Die Vergesellschaftung der Arbeit, die Zentralisation des Kapitals, aber auch die ökonomischen Krisen, die Verelendung der Arbeiterklasse sowie die, so heißt es dort, Empörung der stets anschwellenden und durch die Mechanisierung des kapitalistischen Produktionsprozesses selbst geschulten, vereinten und organisierten Arbeiterklasse, soweit das Zitat, sind die Triebkräfte dieses Prozesses. Engels teilte diese Auffassung. Allerdings, diese historische Tendenz beinhaltet keine konkrete Prognose über das Ende der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsformation. Daraus sind allerdings vor allem auch Anfang des 20. Jahrhunderts, in den ersten Jahrzehnten, immer wieder Varianten von Zusammenbruchstheorien abgeleitet worden, die politisch zum Sturz des Kapitalismus aufriefen, aber dessen Fähigkeit zur Erschließung neuer Anlagesphären, neuer Wachstumspotenziale, zur Entwicklung der Produktivkräfte sowie zum staatlich vermittelten Krisenmanagement unterschätzt haben. Auf der anderen Seite hat sich im 20. Jahrhundert mit dem Übergang zum Imperialismus der Begriff der Krise verändert. Im Zeitalter der Katastrophen, so Eric Hobsbawm, über die Periode zwischen 1914 und 1945, bildeten die beiden Weltkriege, die Weltwirtschaftskrise nach 1929, der Faschismus, aber auch die Selbstbehauptung der Sowjetunion, Momente eines Katastrophenszenarios für die bürgerliche Welt, was jedoch keineswegs unvermeidlich zum Untergang der Bourgeoisie und dem Sieg des Proletariats führt.
Im Jahre 1888 hatte Engels vor der Gefahr eines zukünftigen Weltkrieges gesprochen, wobei der Zusammenhang mit der proletarischen Revolution nur ganz allgemein angesprochen wird. Es ist, so schrieb er, kein anderer Krieg für Preußen-Deutschland mehr möglich als ein Weltkrieg. Und zwar ein Weltkrieg von einer bisher nie geahnten Ausdehnung und Heftigkeit. 8 bis 10 Millionen Soldaten werden sich untereinander abwürgen und dabei ganz Europa kahlfressen, wie noch nie ein Heuschreckenschwarm. Die Verwüstungen des 30-jährigen Kriegs zusammengedrängt in 3 bis 4 Jahren und über den gesamten Kontinent verbreitet. Hungersnot, Seuchen, allgemeine durch akute Not hervorgerufene Verwilderung der Heere wie der Volksmassen. Rettungslose Verwirrung unseres künstlichen Getriebes in Handel, Industrie und Kredit, endend im allgemeinen Bankrott. Zusammenbruch der alten Staaten und ihrer traditionellen Staatsweisheit. Derart, dass die Kronen zu Dutzenden über das Straßenpflaster rollen und niemand sich findet, der sie aufhebt. Absolute Unmöglichkeit vorherzusehen, wie das alles enden und wer als Sieger aus dem Kampf hervorgehen wird. Nur ein Resultat absolut sicher, die allgemeine Erschöpfung und das Herstellen der Bedingungen des schließlichen Sieges der Arbeiterklasse. Das ist die Aussicht, wenn das auf die Spitze getriebene System der gegenseitigen Überbietung in Kriegsrüstungen endlich seine unvermeidlichen Früchte trägt. Soweit die Engelsche Prognose, sehr klarsichtig aus dem Jahre 1888. Marx und Engels lebten im 19. Jahrhundert. Ihr geistiger und politischer Werdegang wurde durch den herrlichen Sonnenaufgang, wie Hegel das formuliert hatte, der Französischen Revolution von 1789 und ihrer Losung von Freiheit, Gleichheit und Solidarität geprägt. Sie waren seit Mitte der 40er Jahre davon überzeugt, dass die politische Revolution des Bürgertums, dass die sozialistische Revolution, dass ihr die soziale Revolution vom Proletariat getragen folgen muss. Vor allem die deutschen besonders reaktionären, rückständigen Verhältnisse verlangten nach einer bürgerlichen Revolution. Nach der Niederlage von 1848 und auch angesichts der langen Welle kapitalistischer Prosperität nach 1852 veränderte sich ihre Vorstellung von der Revolution. Das Proletariat muss sich organisieren, um politische Macht zu erringen. Das war die Botschaft der IAA aus dem Jahre 1864. Engels hat seit Mitte der 1870er Jahre das Wachstum und die Wahlerfolge der deutschen Sozialdemokratie bei den Reichstagswahlen, also zur Zeit dann auch des Sozialistengesetzes, als Vorbild des Weges zur Macht beschrieben. Allerdings, die rechten Sozialdemokraten leiteten daraus den Primat von Wahlkämpfen und Koalitionen ab. Während Engels klar sagte, wir müssen dieses Wachstum ununterbrochen halten, so schrieb er, bis es dem gegenwärtigen Regierungssystem von selbst über den Kopf wächst. Und weiter fügte er hinzu, die Bourgeoisie wird dann den Boden der Legalität verlassen und eine autoritäre Diktatur errichten, also ein bonapartistisches Regime. Diese Erwartung hat sich einerseits am Ende des Ersten Weltkrieges im Gefolge der Oktoberrevolution in den revolutionären Nachkriegswellen bestätigt. Und das 20. Jahrhundert wird durch zahlreiche revolutionäre Kriege überwiegend an der Peripherie des kapitalistischen Weltsystems charakterisiert. Für die entwickelten kapitalistischen Gesellschaften allerdings, vor allem in Großbritannien und der USA, haben sich diese Erwartungen hinsichtlich einer erfolgreichen proletarischen Revolution, die man in Deutschland oder Italien nach 1918 erwartete, allerdings nicht erfüllt. Im Vorwort zur englischen Ausgabe des Kapital im Jahre 1886 schrieb Engels sogar, dass Marx aufgrund seiner Studien zu dem Schluss gelangt sei, dass, ich zitiere, zumindest in Europa, England das einzige Land ist,
wo die unvermeidliche soziale Revolution gänzlich mit friedlichen und gesetzlichen Mitteln durchgeführt werden könnte. Schnell fügte er hinzu, Marx habe allerdings nicht erwartet, dass sich die herrschenden Klassen Englands ohne Gegenwehr dieser Unvermeidlichkeit fügen würden. Das schreibt Engels zu einer Zeit, als er sich sehr kritisch über den Zustand der englischen Arbeiterbewegung und der Gewerkschaften geäußert hat, die sich mit der liberalen Partei verbündet hatten. Was waren die Gründe für solche Widersprüche? Erstens, Engels wie seine Zeitgenossen konnten sich im 19. Jahrhundert nicht vorstellen, welche Gegenbewegungen der Aufschwung der sozialistischen Arbeiterbewegung im Übergang ins 20. Jahrhundert auf der einen und die Krise der alten spätfeudalen Regime wie der bürgerlichen Herrschaft auf der anderen Seite auslösen würden. Auf der einen Seite entwickelte sich eine Dialektik von Revolution und Gegenrevolution, die mit Gewalt und Terror, mit Kriegen gegen die rote Gefahr vorgeht. Im Faschismus und im Krieg sowie der atomaren Hochrüstung im Kalten Krieg erreichte diese Gegenrevolution ihren Höhepunkt. Auf der anderen Seite entwickelte sich eine Dialektik von Repression und Integration der Arbeiterbewegung, die sich in verschiedenen Varianten über die Einbeziehung des reformistischen Flügels und der zeitweiligen Akzeptanz einer Politik von Klassenkompromissen realisierte. Wichtiger noch erscheint die Durchsetzung der sogenannten fordistischen Formation des entwickelten Kapitalismus im US-Empire nach 1945, in der durch sozialstaatliche Intervention und durch Konsumkapitalismus und kommerzielle Massenkultur wirksame Instrumente zur politischen Mobilisierung, Demobilisierung der Arbeiterklasse entwickelt wurden. Zweitens, mit der Erwartung der Unvermeidlichkeit der proletarischen Revolution und ihres Sieges waren auch Illusionen über die Rolle bzw. die historische Mission der Arbeiterklasse verbunden. Im Prozess der Klassenformierung bildeten sich sehr unterschiedliche Strömungen des Sozialismus in Europa aus, immer auch mit einer starken reformistischen Tendenz. Daneben gab es immer einen starken Einfluss der Religion und der Ideologie der herrschenden Klasse, zum Beispiel der Nationalismus, auf Teile des Proletariats. Dass sich solche Tendenzen über Krisen, über den Griff nach der Staatsmacht abschwächen oder auflösen würden, hat sich nicht bestätigt. Die Konzentration auf das industrielle Proletariat als dem Produzenten des gesellschaftlichen Reichtums war im 19. Jahrhundert völlig berechtigt, führte aber zur Unterschätzung der Bedeutung nicht-industrieller Fraktionen der Arbeiterklasse und langfristig zur Unterschätzung der Veränderung in der Zusammensetzung der Klasse der Lohnarbeiter in der Folge der Zunahme der Dienstleistungstätigkeiten und der Produktivkraftrevolutionen, in deren Folge der, wie es Marx in den Grundrissen einmal schrieb, der Arbeiter neben den Produktionsprozess tritt, statt sein Hauptagent zu sein. Damit wäre schon die zentrale Fragestellung angedeutet, die wir im Blick auf die gegenwärtige Krise des Kapitalismus und der Arbeiterbewegung zu diskutieren und zu vertiefen hätten. Drittens sei an Widersprüche erinnert, die mit der Behandlung der Staatsfrage zusammenhängen. Die Orientierung auf die Eroberung der politischen Macht war zweifellos richtig. Auf der anderen Seite waren die Warnungen der Anarchisten, die sich auf die Eroberung von Räumen der Selbstverwaltung, also Autonomie, konzentrierten, vor den Gefahren einer autoritären Deformation des Sozialismus über die Eroberung der Staatsmacht und die Diktatur des Proletariats sicher berechtigt. Das Scheitern des Staatssozialismus kann wohl auch als bittere Bestätigung solcher Kritik angesehen werden. Gleichzeitig hat die These von Engels über das Absterben des Staates, nachdem das Proletariat, wie er schreibt, die Staatsgewalt ergriffen und zunächst die Produktionsmittel in Staatseigentum verwandelt hat, nicht jene Veränderung in der Bedeutung des Staates berücksichtigen können, die sich im Verlaufe des 20. Jahrhunderts
in den entwickelten kapitalistischen Gesellschaften als Folge erstens der immanenten Krisenprozesse, aber auch zweitens des Klassenkampfes und der veränderten weltweiten Kräfteverhältnisse zwischen Kapitalismus und Sozialismus, vor allem nach 1945, vollzogen haben. Der moderne Interventionsstaat ist nach wie vor Klassenstaat zur Sicherung des Gesamtsystems. Aber mit der Erweiterung seiner sozialstaatlichen und ökonomischen Regulationsfunktion, mit der Ausweitung des Systems der Staatsapparate und der Entwicklung der Staatsbediensteten als einer wichtigen Fraktion der Lohnarbeiterinnenklasse ist der Staat selbst zu einem Feld des Klassenkampfes geworden. Die Geschichte des letzten Jahrhunderts hat also viele neue kritische Fragestellungen aufgeworfen, die nicht angemessen zu beantworten sind, wenn wir den historischen Materialismus einschließlich der Erkenntnisse über die geschichtliche Tendenz der kapitalistischen Akkumulation als eine Lehre von den objektiven Naturgesetzen des absehbaren Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus betrachten. So ist das Werk von Engels in der deutschen Sozialdemokratie um die Jahrhundertwende, vor allem im Werk von Karl Kautsky, interpretiert worden, um daraus einen revolutionären Athetismus, so hat es Dieter Groh einmal formuliert, abzuleiten. In dem Bewusstsein, so war dann die klare populistische Formulierung in dem Satz, den Sozialismus in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf. Dagegen haben sich die Linken der Zweiten Internationale, die den Marxismus als eine lebendige Theorie der revolutionären Aktion verstanden wissen wollten, zum Beispiel Rosa Luxemburg und Lenin, immer wieder zur Wehr gesetzt. Im Marxismus-Leninismus als Staatsideologie wurden allerdings Elemente eines solchen Begriffs des quasi naturgesetzlichen Übergangs zum Sozialismus übernommen. Im Werk von Engels selbst finden sich zahlreiche Bezüge, um einen solchen lebendigen Bezug zur Gegenwart einzufordern. Ich muss mich auch hier wiederum auf einige ausgewählte Aspekte begrenzen. Engels selbst hat in seinen Altersbriefen, die Thomas Kuczynski gerade für die Zeitschrift, in der Zeitschrift Sozialismus im Zusammenhang des Realsozialismus kommentiert hat, heftig gegen ökonomistische und reduktionistische Interpretationen des historischen Materialismus und der Kritik der politischen Ökonomie kritisiert. Genauer gegen die mechanistische Übertragung ökonomischer Grundsachverhalte auf das politische Feld. In dem berühmten Brief an Josef Bloch vom September 1890 wehrt er sich gegen manche, wie er schreibt, manche neuere Marxisten, die zuweilen mehr Gewicht auf die ökonomische Seite legen. Er stellt fest, ich zitiere, nach materialistischer Geschichtsauffassung ist das in letzter Instanz bestimmende Moment in der Geschichte die Produktion und Reproduktion des wirklichen Lebens. Mehr hat weder Marx noch ich je behauptet. Wenn nun jemand das dahin verdreht, das ökonomische Moment sei das einzig Bestimmende, so verwandelt er jenen Satz in eine nichtssagende, abstrakte, absurde Phrase. Die ökonomische Lage ist die Basis, aber die verschiedenen Momente des Überbaus, politische Formen des Klassenkampfs und seine Resultate, Verfassungen, nach gewonnener Schlacht durch die siegende Klasse festgestellt und so weiter, Rechtsformen, nun gar die Reflexe all dieser wirklichen Kämpfe im Gehirn der Beteiligten, politische, juristische, philosophische Theorien, religiöse Anschauungen und deren Weiterentwicklungen zu Dogmensysteme üben auch ihre Einwirkung auf den Verlauf der geschichtlichen Kämpfe aus und bestimmen in vielen Fällen vorwiegend deren Formen. Es ist eine Wechselwirkung all dieser Momente, worin schließlich durch alle die unendliche Menge von Zufälligkeiten, das heißt von Dingen und Ereignissen, deren innerer Zusammenhang untereinander so entfernt oder so unnachweisbar ist, dass wir ihn als nicht vorhanden betrachten bzw. vernachlässigen können, als Notwendiges die ökonomische Bewegung durchsetzt.
Sonst wäre die Anwendung der Theorie auf eine bestimmte Geschichtsperiode ja leichter als die Lösung einer einfachen Gleichung ersten Grades. Soweit Friedrich Engels im Brief an Josef Bloch. Diese Aussage von Engels muss auf jeden Fall bis heute als Aufforderung verstanden werden, die komplexen Wechselbeziehungen zwischen Basis und Überbau, deren Einwirkungen auf den Verlauf der geschichtlichen Kämpfe und die Entwicklung des Kapitalismus historisch konkret zu analysieren, um daraus Erkenntnisse für die politische Praxis zu gewinnen. Engels hat in seinen historischen Analysen immer wieder gezeigt, dass er diesen Anspruch ernst genommen hat. Engels hat deswegen auch immer über veränderte Handlungsbedingungen, auch über Fehleinschätzungen und Fehler, die ihm und Marx unterliefen, geschrieben. In der Artikelserie Revolution und Konterrevolution in Deutschland 1851 schrieb er nach der Revolution von 1848, eine schwerere Niederlage als die, welche die Revolutionspartei oder besser die Revolutionsparteien auf dem Kontinent an allen Punkten der Kampflinie erlitten, ist kaum vorstellbar. Doch was will das besagen? Alle Welt weiß heutzutage, dass jeder revolutionären Erschütterung ein gesellschaftliches Bedürfnis zugrunde liegen muss, dessen Befriedigung durch überlebte Einrichtungen verhindert wird. Das Bedürfnis mag noch nicht so dringend, so allgemein empfunden werden, um einen unmittelbaren Erfolg zu sichern. Aber jeder Versuch einer gewaltsamen Unterdrückung wird es immer stärker hervortreten lassen, bis es seine Fesseln zerbricht. Und sind wir also einmal geschlagen, so haben wir nichts anderes zu tun, als wieder von vorn anzufangen. Und die wahrscheinlich nur sehr kurze Ruhepause, die uns zwischen dem Schluss des ersten und dem Anfang des zweiten Aktes der Bewegung vergönnt ist, gibt uns zum Glück die Zeit für ein sehr notwendiges Stück Arbeit, für die Untersuchung der Ursachen, die unweigerlich sowohl zu der letzten Erhebung wie zu ihrem Misslingen führten. Ursachen, die nicht in den zufälligen Bestrebungen, Talenten, Fehlern oder Verrätereien einiger Führer zu suchen sind, sondern in dem allgemeinen gesellschaftlichen Zustand und in den Lebensbedingungen einer jeden von Erschütterungen betroffenen Nation. Soweit Engels 1851. Engels hat sich in seinen späten Jahren am Beispiel Englands auch mit der Frage auseinandergesetzt, welche Bedeutung die Stellung eines kapitalistischen Staates auf dem Weltmarkt für die Entwicklung der Arbeiterbewegung und des Sozialismus hat. Diese Problematik wird mit dem Übergang zum Imperialismus, aber auch im Prozess der Globalisierung des 20. Jahrhunderts immer wichtiger. Engels schreibt am Ende eines Textes über die sozialen und politischen Veränderungen, die sich in England zwischen 1845 und 1885 vollzogen haben. Die Wahrheit ist diese, ich zitiere, solange Englands Industriemonopol dauerte, hat die englische Arbeiterklasse bis zu einem gewissen Grade teilgenommen an den Vorteilen dieses Monopols. Diese Vorteile wurden sehr ungleich unter sie verteilt. Die privilegierte Minderheit sackte den größten Teil ein. Aber selbst die große Masse hatte wenigstens dann und wann vorübergehend ihr Teil. Und das ist ein Grund, warum es seit dem Aussterben des Owenismus in England keinen Sozialismus gegeben hat. Mit dem Zusammenbruch des Monopols wird die englische Arbeiterklasse diese bevorrechtigte Stellung verlieren. Sie wird sich allgemein die bevorrechtete und leitende Minderheit nicht ausgeschlossen eines Tages auf das gleiche Niveau gebracht sehen wie die Arbeiter des Auslandes. Und das ist der Grund, warum es in England wieder Sozialismus geben wird. Soweit Engels. Dieses Monopol ist tatsächlich und bald zusammengebrochen. Allerdings stand mit dem Aufstieg der USA und mit dem Aufstieg des Deutschen Reiches, mit seiner stark exportorientierten Industrie, entstand damit eine neue Konstellation.
in der Teile der Arbeiterklasse nicht nur ökonomisch von den Weltmarktpositionen ihrer Industrien profitierten, sondern auch ideologisch vom imperialistischen Wettbewerbs- und Weltmachtstrebensdenken beeinflusst wurden. Im Kalten Krieg agierten nicht nur die US-amerikanischen Gewerkschaften als stabilisierender Faktor im American Empire. Wir erleben gegenwärtig, wie gerade in den USA der Verlust solcher Vorteilspositionen verbunden mit dem sozialen Abstieg der weißen männlichen Arbeiterklasse in den industriellen Regionen, vor allem der Automobilindustrie, wie dies soziale und politische Krisen produziert, die für eine scharfe soziale und politische Polarisierung sorgen. Auf der einen Seite die rechten Populisten um Trump, die zum Teil offen und bewaffnet faschistisch agieren. Auf der anderen Seite die jungen schwarzen Frauen, die sich als demokratische Sozialistinnen bezeichnen und die ihre Sitze im Repräsentantenhaus verteidigen konnten. Wir stehen sicher erst am Anfang der heftigen Klassenkonflikte, die durch den Abstieg der USA als Weltführungsmacht und den sozialen Abstieg jener einst privilegierten Fraktionen der Arbeiterklasse hervorgerufen werden. Auch diejenigen Teile des Industrieproletariats in Deutschland, die von den Exporterfolgen der deutschen Wirtschaft, vor allem der Automobilindustrie, profitiert haben, werden zusammen mit ihren Gewerkschaften in der Folge erstens von Weltmarktkrisen, zweitens mit dem Verlust ihres Vorsprungs in der Konkurrenz sowie drittens mit der Folge von politischen Entscheidungen zur Verkehrswende im Kampf gegen die Klimakrise mit dieser Problematik des sozialen Abstiegs konfrontiert werden. Schließlich hat sich Engels im Rahmen der materialistischen Geschichtsauffassung mit Herrschaftsformen befasst, die mit dem Eintritt in die Zivilisation auf der Basis des Privateigentums über die ökonomischen Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnisse zwischen den Klassen hinausweist. Seine Schrift »Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats« aus dem Jahre 1884 war zusammen mit den Schriften der Frühsozialisten, etwa von Fourier, und der späteren Schrift von August Bebel, »Die Frau und der Sozialismus« 1879, der Emanzipation der Frau gewidmet. Nicht nur von Ausbeutung und Unterdrückung, sondern auch von patriarchalischer Herrschaft. Er schrieb, der erste Klassengegensatz in der Geschichte, der in der Geschichte auftritt, fällt zusammen mit der Entwicklung des Antagonismus von Mann und Weib in der Einzelehe und die erste Klassenunterdrückung mit der des weiblichen Geschlechts durch das männliche. Zitat Ende. Die Herrschaft der Eigentümer über die Nicht-Eigentümer an den Produktionsmitteln und die des Mannes über die Frau, so Fülbert, wird durch drei Institutionen abgesichert. Erstens die patriarchale Familie, zweitens das juristisch verbriefte private Eigentum und drittens der Staat als ein Instrument zur Durchsetzung, Erhaltung und Regulation dieser Abhängigkeitsbeziehung. Diese Erkenntnisse waren für die Entwicklung der sozialistischen Frauenbewegung im Rahmen der Arbeiterbewegung von großer Bedeutung. Die jüngere feministische Bewegung, sie ist eine der wichtigsten sozialen Bewegungen in den entwickelten kapitalistischen Gesellschaften, hat sich kritisch mit den Grenzen des marxischen Arbeitsbegriffs sowie mit der Praxis der Frauenemanzipation in den sozialistischen Gesellschaften auseinandergesetzt. Auf der anderen Seite aber auch anerkannt, dass die Befreiung der Frau immer auch im Kontext des Kampfes um die Veränderung der Eigentumsverhältnisse und der Rolle des Staates gesehen werden muss bei der juristischen Absicherung der patriarchalischen Herrschaft. Derzeit führt uns die Bewegung der Frauen in Polen, die in Massen gegen ein Gerichtsurteil auf die Straße gehen, das die Abtreibung fast vollständig verbietet, die Kraft dieser Bewegung exemplarisch vor Augen. Und zuletzt sei an Engels Dialektik der Natur erinnert. Hier wenden sich seine Interessen den modernen Naturwissenschaften zu, deren Bedeutung er natürlich im Zusammenhang der durch die industrielle Evolution angetriebenen Produktivkraftentwicklung sieht.
Mit der kapitalistischen Produktionsweise erreicht die Naturbeherrschung durch den Menschen eine neue Stufe der Zivilisation. Sowohl die Ausbeutung der Natur, also die Rohstoffe, die Kohle, als auch die Indienstnahme von kostenlosen Naturkräften wie Luft, Wasser und Boden wird durch die kapitalistische Produktionsweise vorangetrieben. So wird die Entwicklung des modernen Kapitalismus als ein dialektischer Prozess des Mensch-Gesellschafts-Natur-Zusammenhangs begriffen. Elmar Altvater hatte seine Analysen des zeitgenössischen Kapitalismus schon früh um die Weltmarktdimension sowie um die Problematik der ökologischen Krise erweitert. Er bezeichnet das Naturverhältnis als ein Herrschaftsverhältnis, das die Erde radikal verändert. Ich zitiere ihn: Die Emissionen von Produktion und Konsumtion haben die Sphären des Planeten verändert, insbesondere die Atmosphäre. Die Folgen sind dramatisch, wie wir wissen. Ein Klimakollaps ist, wenn dem Modell der kapitalistischen Akkumulation gefolgt wird, nicht auszuschließen. Dabei bezieht sich Altvater auf Friedrich Engels, für den Gesellschaft und Natur, so schreibt er, keine voneinander eindeutig getrennten Bereiche sind. Sie hängen zusammen, sie sind das gesellschaftliche Naturverhältnis, das es dialektisch, so Engels in der Skizze des Gesamtplans seiner Schriften, Schriftdialektik der Natur, zu entschlüsseln gilt. Der Zwang zum Wachstum auf der Basis der kapitalistischen Eigentumsverhältnisse, der Verwertungslogik, die die Ausbeutung der Lohnarbeit einschließt, und der Konkurrenz, muss gebrochen werden. Marx und Engels waren ihrerseits in den Wissens- und Erfahrungszusammenhang des 19. Jahrhunderts eingebettet. In der Theoriegeschichte des Marxismus und in der politischen Geschichte der Klassenkämpfe musste immer wieder die Vermittlung erarbeitet werden zwischen den epochalen, aber auch regionalspezifischen Entwicklungsbedingungen und Kräfteverhältnissen auf der einen und den langfristigen Prognosen und der zur Entwicklung des Krisencharakters der kapitalistischen Produktionsweise auf der anderen Seite. Diese Vermittlung wird durch den Zwang zum Wachstum, zur Intensivierung der Ausbeutung der Lohnarbeit, durch die globale Expansion des Kapitalismus, aber auch durch die Indienstnahme des kapitalistischen Staates für die Realisierung dieser Ziele und für die Kontrolle und Pazifizierung des Klassenantagonismus im Inneren bestimmt. Daraus erwachsen Widersprüche und Konflikte, die das Zeitalter der Katastrophen im 20. Jahrhundert bestimmt haben. Weltkriege, Massenelend in der Weltwirtschaftskrise, Kolonialismus und Neoimperialismus, aber auch im Gefolge der Oktoberrevolution die Reaktion der antiimperialistischen Befreiungsbewegungen, also auch die Versuche, sich aus diesen Herrschaftsverhältnissen zu befreien. Im Jahre des 200. Geburtstages von Friedrich Engels befinden wir uns hier noch in einer Wohlstandsinsel im globalen Katastrophenkapitalismus. Die Katastrophenszenarien auch der politischen Krisen werden uns täglich vor Augen geführt, gerade in den USA. Die multiple Krise der Gegenwart wird durch das Ineinandergreifen von ökonomischen Krisen, also strukturelle Überakkumulation, Produktivkraftschüben im Kontext der digitalen Revolution, durch soziale und regionale Ungleichheit im Weltmaßstab sowie der ökologisch-epidemiologischen Krise, jetzt also auch der Corona-Krise, bestimmt. Dazu vollziehen sich Machtveränderungen im Weltsystem, die die Gefahr von Kriegen steigern. In all diesen Feldern gibt es Widerstand. Entstehen Bewegungen des Widerstandes, wird über Alternativen zu den herrschenden Verhältnissen diskutiert. Von Kämpfen der Lohnarbeiterinnen um ihre Existenz, um elementare Rechte, um klassische gewerkschaftliche Forderungen im Bereich von Löhnen, Arbeitszeit, höhere, sichere Arbeitsplätze, Mitbestimmung und so weiter, bis hin zu machtvollen sozialen Bewegungen in den Kämpfen für Demokratie und Gleichberechtigung gegen autokratische Regime. Ich erinnere an meinen anfänglichen Hinweis,
dass sich vor dem Übergang in die Pandemie in den Jahren 2019 die Welt in vielen Teilen im Aufruhr befand. Und auch in diesen Tagen erfahren wir fast in jeder Nachricht von neuen Aufruhrbewegungen in verschiedenen Ländern auf diesem Globus. Die Arbeiterbewegung des 20. Jahrhunderts, die sich auf das industrielle Proletariat stützte, wird im 21. Jahrhundert zumindest in den Metropolen des Kapitals nicht der wichtigste Träger einer progressiven Transformation sein. Sie wird aber Teil eines Blockes von Klassenkräften sein, der im Kampf zur Verhinderung der Katastrophen die Systemfrage bezogen auf die Eigentumsverhältnisse sowie auf den Wachstumszwang vertritt. Dabei gibt es unzählige offene Fragen. Die Klassenfrage stellt sich darin, dass der Kampf für den ökologischen Umbau und gegen die Klimakrise nicht ohne den Kampf gegen soziale Ungleichheit und Ausbeutung erfolgreich geführt werden kann. Klaus Dörre zitiert in seinem Beitrag zum Neosozialismus im Schluss den schwedischen Marxisten Göran Terborn, der schreibt, die größten Erfolge haben Bewegungen gegen sexistische, rassistische Diskriminierung und für ein gutes Leben immer dann erzielt, wenn auch der demokratische Klassenkampf zugunsten der Lohnabhängigen einigermaßen erfolgreich war. Soweit Terborn. Emanuel Wallerstein, der sich in seinen neueren Arbeiten immer wieder mit der Strukturkrise des modernen Weltsystems befasst, fragt, was wir im Kampf für das Nachfolgesystem, so nennt er das, tun können, beziehungsweise tun sollten. Er schreibt, die historischen Optionen zu analysieren, unsere moralischen Entscheidungen zu treffen, worin der bessere Ausgang besteht und politisch die bestmöglichen Strategien abzuwägen, um dorthin zu gelangen. Für die Linke heißt das, die Kritik an den herrschenden Verhältnissen zu begreifen, als theoretische und praktische Arbeit an der Konstituierung des Subjekts der Transformation und Emanzipation von den Herrschafts- und Gewaltverhältnissen des Katastrophenkapitalismus. Zum Schluss. In den USA ist gerade ein Buch mit dem Titel Tod durch Verzweiflung und die Zukunft des Kapitalismus erschienen. Die beiden Autoren, Anne Case und Angus Deaton, er ist immerhin Nobelpreisträger des Jahres 2015, sind Ökonomen und haben die Entwicklung der Todesfälle durch Verzweiflung, durch Selbstmord, Drogen, Alkohol und Kriminalität empirisch analysiert. In den vergangenen 30 Jahren sind diese Todesfälle dramatisch angestiegen. Und zwar vor allem in den unteren Gesellschaftsklassen, also bei denjenigen, deren Bildungsgrad unterhalb eines Bachelorabschlusses liegt. Dabei steht der Abstieg der weißen Industriearbeiter als Folge von Rationalisierung und Globalisierung im Mittelpunkt. Verzweiflung, so schreiben die Autoren, entsteht nicht allein aus den damit verbundenen materiellen Verlusten, Lohn, denn Jobs dienen nicht nur dem Gelderwerb. Sie bilden auch die Basis für die Rituale, Gewohnheiten und Routinen des Lebens der Arbeiterklasse. Wenn die Arbeit zerstört wird, dann kann letztlich das Arbeiterklassenleben nicht überleben. Es ist der Verlust von Bedeutung, von Würde, von Selbstrespekt, der sich mit der Zerstörung von Familien und Lebensgemeinschaften verbindet, der Verzweiflung hervorbringt und eben nicht allein der Verlust von Geld. Die Verfasser wollen mit dieser Studie natürlich auch die Frage beantworten, warum aus diesen Prozessen des sozialen Abstiegs der Aufstieg des rechten Populismus in den USA, personifiziert durch Donald Trump, verstanden werden kann. Sie fragen aber auch nach historischen Parallelen und sie beziehen sich dabei auf Großbritannien im frühen 19. Jahrhundert. Und sie schreiben, die industrielle Revolution hatte begonnen. Es gab eine dynamische Mischung aus Innovation und Erfindungen. Das Nationaleinkommen stieg. Davon profitierten allerdings nicht die arbeitenden Menschen. Die Todesraten stiegen an.
als die Menschen vom relativ gesunden Landleben in die stinkenden, ungesunden Städte wanderten. Zitat Ende. Hier sind wir also wieder bei Friedrich Engels, der 1845 in der Lage der arbeitenden Klasse in England zugleich den Ausgangspunkt des modernen Kapitalismus erkannte. Thank you.